Hallo und willkommen zu diesem Video auf diesem Kanal. I'm back! Ja, nochmal hallo. Ich bin wirklich wieder da. Zumindest für einen Moment, dann ist sie eh wieder weg. Hoffen wir es mal. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich hatte wirklich keine Lust. Also, nicht nur allgemein, wie YouTube so, was da so abging, sondern auch im Leben kein Bock mehr so, was alles anging. Ich wollte euch eben ein Make-up schminken, was komplett frei von Tierversuchen ist. Und ihr könnt anhand dieser drei Symbolen erkennen, wie weit das dann gekennzeichnet wird oder wie weit man weiß, dass das Ganze ohne Tierversuche ist. Und zwar einmal, ob es auf der Website steht von den Marken eben oder ob es bei Peter auf der Website steht oder ob das Ganze einfach nur so im Internet steht. Wir fangen natürlich an mit der Foundation. Und zwar habe ich hier einmal die von NYX, die Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation. Wenn man jetzt noch näher drauf eingehen will, dass eben manchmal sind die ja bei einer größeren Firma mit dabei. Weiß man auch nicht so genau, steht vieles im Internet, da müsst ihr dann selber entscheiden, was ihr für richtig haltet, beziehungsweise wo ihr sagt, da ist die Grenze, das will ich noch beachten. Oder ja. Manche Firmen haben halt auch Probleme zu sagen, von welchen, woher sie ihre Inhaltsstoffe haben. Entschuldige, es ist 22 Uhr, halb elf, wohlgemerkt. Und ich habe seit Ewigkeiten kein Video mehr gedreht, ich kann nicht mehr reden. Ja, da müsst ihr wie gesagt selber für euch entscheiden, was euch wichtig ist und wie sehr ihr da in die Materie eingehen wollt, was jetzt auch noch Inhaltsstoffe angeht. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden und ich schaue auf alles so weit, wie es nur möglich ist. Aber irgendwann zieht man natürlich auch selber seine Grenze. Aber das ist ja zum Glück eben selber überlassen. Ich nehme für meine nicht wirklich ganz vorhandenen Augenringe, aber unter den Augen nehme ich den HD Studio, was auch immer, auch von NYX. Wie gesagt, meine Grundlagen sind Grundlagen? Meine meisten Sachen allgemein sind von NYX, nachdem ja die meisten Beauty-Firmen, die ohne Tierversuche arbeiten, oft teurer sind, obwohl ja jetzt auch die DM-Marken, die sind ja auch eigentlich alle ohne Tierversuche, also Essence und so. Also ein paar günstigere Varianten gibt es jetzt inzwischen auch, was natürlich supi ist. So, ich nehme für unter die Augen zum Fixen. So nennt sich das Wort, Fixen. Nehme ich den hier. Und jetzt habe ich mal das erste teurere Produkt, was ich nicht mal selber gekauft habe. War ein Fehlkauf von meiner Mutter. Und zwar von Mary Kay. Ist sehr umstritten und ich war auch immer ziemlich skeptisch, aber sie werben auf jeden Fall mit dem, dass sie keine Tierversuche machen. Aber es gab eben mal einen Vorfall 2013 oder so, das waren mehrere Marken, L'Oréal Paris und so, die eben sich trotzdem beliefern haben lassen von China, beziehungsweise Mary Kay verkauft leider auch noch in China, das heißt, da dort sind die Produktionen natürlich anders, aber einem wird versichert, dass man in Deutschland die Produkte ohne Tierversuche kriegt, aber da müsst ihr eben selber entscheiden, wie ihr das handhabt.
So, jetzt kommen wir mal zu einem von mir selbst gekauften High-End-Produkt. Und zwar, das ist die Urban Decay Eyeshadow Base. Also ich trage das Ganze immer nur ein bisschen auf. Verschmiere das Ganze dann mit meinen Fingern. Weil ich schön Ferkel bin. Ich werde jetzt erstmal das linke Auge schminken, um zu schauen, was ich überhaupt machen werde. Weil ich nämlich überhaupt keine Ahnung habe. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn mein Gesicht noch näher an euch dran ist. So, ihr seht, ich habe eine Seite gemacht. Wir werden die andere Seite noch transformieren. Wir beginnen mal mit der NYX. Wer hätte das gedacht? Tame and Frame Tinted Brow Pomade? Pomade? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall benutze ich jetzt dann noch die passende Farbe. Und zwar Espresso und Espresso. Die kommt jetzt drüber. Das ist dieses Gelartige, was das Ganze hier irgendwie so ein bisschen festigt. So, dass das Ganze natürlich auch hält. Okay. Da fange ich lieber immer ein bisschen in der Mitte an, weil da die Härchen am dunkelsten sind. Sodass nicht die ganze Farbe übertragen wird. Und vorne mache ich dann natürlich zuletzt, damit, ja, verständlich, würde ich mal sagen, damit natürlich nicht die ganze Farbe vorne landet. Ich gehe meistens nochmal mit einem anderen Bürstchen drüber, damit, ja, alles sitzt. Und wenn es nötig ist, gehe ich nochmal mit Concealer hier unten entlang, um eine schöne Kante zu haben. So, dann benutze ich meine gut benutzte alte Sleek Palette. Da benutze ich erstmal diesen Ton hier, um eine gute Blendebasis zu schaffen. Das ist dann später einfacher, um den Lidschatten zu verblenden. Da ist natürlich jetzt noch ein bisschen Lidschatten von der anderen Seite dran, aber das macht nichts. Dann gehe ich mit dem hier an die gleiche Stelle und dann gehe ich von außen nach innen, sodass es außen schön dunkel wird. Sieht jetzt sehr extrem in der Kamera aus, aber das blendet dann schon noch. So, jetzt gehe ich mit dem hellen hier innen rein, mit dem da gemischt, damit das Ganze hier auch ein bisschen Farbe annimmt, beziehungsweise ich gehe erst mit dem hier einmal über das ganze Lid und dann nochmal mit der Mischung und dann mache ich das ein bisschen abwechselnd, sodass es hier seine Farbe auch annimmt. Und dann gehe ich jetzt noch mit dem hier nochmal ein bisschen drüber, aber nicht zu viel. Einfach nur, um ein bisschen das Ganze aufzuhellen. Ich habe hier die Galaxy Trick Palette von BH Cosmetics. Die hat mir meine Freundin vor ein paar Jahren geschenkt. Ich wusste immer nicht wirklich, was sie damit anstellen soll. Aber inzwischen werde ich warm mit ihr. Ich nehme den hier und den da und setze den hier in den Augeninnenwinkel. Ich habe gerade gemerkt, dass der Eyeliner viel zu tief ist. Ah, vor lauter Quatschen. Ich bin gleich wieder da mit Eyeliner am Auge und allem. So, ich hab's vollendet. Sonst hätte das hier noch länger gedauert.
Ich sag euch jetzt einfach, was ich benutzt habe, damit wir das rum haben. Wie gesagt, ich habe den Eyeliner hier verwendet. Und danach bin ich nochmal mit der Schwarz hier drinnen über den Eyeliner drüber gegangen, weil der dann meiner Meinung nach immer noch mal ein bisschen besser aussieht und auch auf jeden Fall länger hält. Und meine Wimpern sind... Achso, da habe ich noch was vergessen. Und zwar diese Mary Kay Mascara. Und meine Wimpern sind die Wispies von Adele. Aber die Demi Wispies. Als letztes fehlt jetzt noch Highlighter. Den ersten, den ich benutze, ist der hier unten, der ganz helle. Den benutze ich gerne hier am Augenbrauenbogen eben. Für meine Nase. Und dann nehme ich diesen hier, den etwas dunkleren Ton. Und gehe dann über meine Nase. Genau. Und an meiner Wange nehme ich dann den gleichen Ton und gehe hier drüber. An der Lippe geht auch noch ein bisschen. Ich glaube, ich entscheide mich einfach für diese Variante hier. Die ist immer am besten. Damit kann man nicht viel falsch machen. Wir sind dann fertig mit dem Look. Wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich weiter rauszoome. So Leute, das war der ohne Tierversuche Look. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was gelernt bezüglich auch den Marken. Und ich kann euch gerne noch ein paar Links in die Infobox setzen oder zu den Websites der genannten Marken schicken, damit ihr alles nochmal selber nachlesen könnt. Und ja, wie gesagt, heute gab es einen etwas natürlicheren Look, normaleren Look. Tragbar, würde ich mal sagen, kommt auf euren Geschmack drauf an. Vielleicht sieht man sich ja jetzt öfter. Mit viel Glück. Mit viel Glück tun wir das. Aber ich gehe mal davon aus, ja. Also, bis dann. Tschüss.